Servus Leute, zurück zu Let's Play Magic Arena. Es ist gerade Brawl-Zeit. Brawl wurde letztens eingeführt und ist jetzt anscheinend ein wiederkehrendes Thema. Nämlich ein Modus, in dem man vorkonstruierte Decks hat und mit denen dann antreten kann. Diesmal Eldraine Courtside Brawl. Im Gegensatz zu Hearthstone ist Magic ein bisschen klüger, würde ich mal behaupten, und lässt uns schon, bevor die neue Edition rauskommt, die sich um Märchengeschichte prinzipiell dreht oder stark mit der Märchengeschichte verwoben ist, lassen sie uns neue Karten spielen und sogar neue Karten gewinnen, die zwar nicht im Standardmodus verfügbar sind oder spielbar sind bis zum 26. September, aber trotzdem verfügbar sind und solchen Events, die anscheinend noch kommen werden, weil es steht ja hier Additional Performance und only in Standard 2020 Events until bla bla bla. Also in Events sind die erlaubt. Vier konstruierte Decks, vier Karten, viermal mit unterschiedlichsten Karten. Und da meine Quest sagt, ich muss weiß oder blau spielen, habe ich jetzt die Auswahl zwischen Wild Bounty oder Fairy Schemes. Und wir spielen einfach mal erstmal Wild Bounty. Und schauen uns an, was da drin enthalten ist natürlich. So, auch interessant ist, man hat einen Commander. Ich habe noch keine Ahnung, was für eine Bedeutung das hat, dass wir einen Commander haben. Ich habe zwar schon Videos gesehen vom Commander-Modus, aber ja, das Einzige, was mich auf den Commander oder eine Verbindung dahin bringt, ist dieser Command Tower. Add one mana of any color in your commander's color identity. Ja, kann ich also drei Farben machen, prinzipiell. Eine von drei Farben. Das ist mein Commander, dieser Gulan Teller of Tales. Der hat Wachsamkeit, 2-4 für 5 Mana. Whenever you cast a creature spell, draw a card, then you may put a land card from your hand onto the battlefield. Also ich darf jedes Mal, wenn ich eine Kreatur spiele, damit eine Karte ziehen und weiteres Land spielen. Und theoretisch kann ich für mehr Card Draw und so ihn nutzen, um immer wieder Kreaturen zurückzubauen oder zu schützen. Also, von den Farben her hätte ich jetzt gesagt, das ist ein Ramp-Deck. Die teuren Karten hier am Ende könnten auch in die Richtung gehen. Wir haben einen Spectral Sailor. Super Karte, in einem Ramp-Deck besonders. Also ich wundere mich, dass es noch kein Simic-artiges, also blau-grünes Ramp-Deck gibt, weil diese Karte ist in einem Ramp-Deck. 4 Mana, pausenlos zahlen für mehr Karten. Ach, das hat schon was. So, Feen sind generell so ein Thema für ein Throne of Eldraine? Ja. Muss ich mir noch merken. Auf jeden Fall, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, Throne von Eldraine. Wenn ihr es noch nicht gesehen habt, dann schaut euch auf jeden Fall wieder das Trailer-Video zu der neuen Edition an. Also ähnlich wie War of the Spark und so. Wieder ein ziemlich geil gemachtes Video. Diesmal eher, also ich musste am Anfang erstmal schauen, worum geht's da überhaupt? Aber dann kam eine legendäre Figur in den Hintergrund, die am Ende auch irgendwie, ja, Hauptcharakter dann wurde. Ihr wisst bestimmt, von wem ich rede, nämlich von, genau, dem Planeswalker. Den ihr vielleicht auch alle kennt aus den Geschichten. Und es freut mich, dass der wieder auftaucht, weil der ist jetzt, es war jetzt sehr still um ihn und eigentlich müsste er hinter Lidiana so her sein. So in der Art, denke ich mal. Muss ich unbedingt die Story weiterlesen. So, aber weiterhin hier. Incubation Druid. Ja, das Ramp. Crawl Harpooner kann ein paar lästige Feen loswerden. Ramp. Prinzipiell. Dann. Das ist jetzt eher. Das ist Ramp. Das ist sogar ein gutes Ramp. Ja, das ist eine gute Karte. Schöne Karte. Also die würde ich in jedem Draft sofort nehmen. Allein 2-2 Flyer ist schon im Draft sehr gut. Und der Effekt, oh, gut. Runaway Together. Instant. Okay. Choose to target creatures controlled by different players. Return those creatures to their owner's hand. Okay, ich kann eine Kreatur von ihm und von mir auf die Hand bringen und gut ist. Ramp. Auch wieder Commander. Tomb of Legends. Neue Karte. Tomb of Legends enters the battlefield with a page counter on it. Also, Counter halt. Whenever your commander enters the battlefield or attacks, kriegt noch mehr Counter. Und dann kann man Karten ziehen. Okay. Wir haben aber wahrscheinlich den Commander bloß einmal oder so. Ich weiß nicht, wie die Regelungen für den Commander sind. Ob der immer wieder zurückkommen kann.
bestimmt, oder? Eine neue Hydra kommt wieder. Ein Turtle Hydra, okay. Destroy Target. Okay, ja. Not bad. Ein Artefakt und Enchantment Remover. Wir haben ein paar Sachen, die mit Enchantments... Nein, haben wir nicht. Das andere Deck arbeitet mit, hauptsächlich mit Enchantments. Das ist zwar eine, aber es ist jetzt eher so ein Removal. Risen Reef. Haben wir Element? Doch, Elemente haben wir auch. Elementare meine ich natürlich. Gut. Noch mehr Ramp. Ramp, das ist auch eine neue Kreatur, eine neue Art von Karte. Das ist eine, entweder für 3 Mana eine 2-3, die rampen kann. Oder Sorcery Adventure. Für ein Mana kann, also ein grünes Mana kann ich anscheinend in jedes andere Mana umwandeln. Das ist jetzt nicht so prickelnd. Aber die Kreatur ist nicht schlecht. Noch mehr Ramp. Ein bisschen Ramp. Hier haben wir einen kleinen Removal. Oder Ramp. Nein, nee, Kreaturen kriegen wir da. Shacktocrab. Ja, Shacktocrab war eigentlich immer ziemlich cool. Den konnte man im Counter-Event ziemlich missbrauchen. Red Mystic, gerne, doch, doch. Ramp. Ramp. Dann haben wir Time Wipe. Keeper of Fables. Non-Human. Okay. Ja, darauf habe ich jetzt nicht geachtet, aber ich glaube, ich habe wenige Menschen. Das ist mächtig. Das ist mächtig. 5-4 Feen hätte ich jetzt nicht so stark erwartet. Fliegend. Zieh eine Karte und mach Tokens. Ah, oh, das ist die verbesserte Version von Spectral Sailor. Okay. Auch gut in einem Ramp-Deck. Ja, Parthalion. Ja, das wäre nicht schlecht, aber es ist ja teuer, wie ihr sehen könnt. Crew 4 sollte man zu dem Zeitpunkt sogar schaffen. Ja, eine finnische Karte, sehr gut. Meteor Golem. Eine neue Karte, Trample. 7 Mana. Oh, ein riesen Removal. Er fightet, wenn ich noch mehr Kreaturen reinbringe, fighten die. Fightet er noch mehr? Sehr gut, sehr gut. Bohnenstangen-Gigant. Oder Bohnenstangen-Riese. Der hat erstmal the number of lands you control. Das sind normalerweise so um die 7. Wenn man 7 Mana zur Verfügung hat. Wobei, wir haben einige Ramp-Mechanismen. Okay, der wird groß. Oder... Battlefield... Für 3 Mana ein Land aufs Feld bringen. Das ist nicht schlecht. Das kann gut sein. Das erinnert mich, also diese alternativen Sachen, die übrigens eine Form von einem Buch haben, wenn ihr die Karte genau anschaut, die haben die Form eines Buchs. Wie halt ein Märchen. Märchenbuch. Ja, prinzipiell das Coole daran ist, früher gab es Cycle-Karten. Die hatten meistens so, drunter stehen so die Fähigkeit, 2 farblose Mana, Cycling. Und Cycling war so ein Effekt, man konnte die Karte für 2 Mana sozusagen in den Friedhof legen und eine neue Karte ziehen. Also Draw-Card-Effekt. Discard a card, draw a card, so in etwa. Oder discard this card. So, Flower, Flourish wahrscheinlich in diesem Deck, weil Ramp haben wir viele Mechanismen, da brauchen wir nicht unbedingt Flower. Wir haben jede Menge Länder, welche schon im Eldraine-Setting sind. Also es sind schon die Eldraine-Länder, wie es scheint. Schauen wir mal. Oh, das ist eine schöne Landschaft. Das könnte meine neue Standardinsel werden. Das ist eine traumhafte Gegend. Das sieht auch nicht schlecht aus. Wälder, der verwunschene Wald. Das sieht zwar schön aus, aber weiß nicht. Gibt's hier irgendwelche neuen Länder? Von Throne of... Da, noch eins. Thornfall. Thornwood Falls. Ach, das sind einfach die ein Leben-Länder bloß jetzt in den anderen Gildenkombinationen, weil wir hatten ja bisher erst 5 verschiedene. Ja, das Deck gefällt mir. Ramp-Decks gefallen mir generell. Sind wenig Removal zwar drin, aber wir gewinnen halt durch riesige Viecher. Schauen wir mal. Ewig gelabert, jetzt legen wir los. Beim Brawl konnten wir gerade sehen, wer unser Gegner ist, prinzipiell. Das war cool. Okay.
Der Gegner ist als erstes dran und wir haben einen Mirror. Also, unser Commander ist auch hier direkt. Sehr angenehm. Ja, rammt gleich hin. Und wir machen das ihm gleich. Wir rampen auch. Dann könnte ich mir das hier vorstellen. Wir haben ja Ramp gegen Ramp. Der hat aber scheinbar das bessere Ramp im Moment, weil wir haben keine Länder gezogen. So. Wir müssen halt so rampen. Dann haben wir jetzt Circus Route und können gut was machen. Gut, der hat jetzt 6 Mana. Der könnte schon seinen Commander spielen. Ich glaube, der Commander ist wirklich so eine Entität, die, wenn sie drauf geht, die kommt wieder. Jetzt sieht man auch, welches Deck vom Namen her da. Okay. Evolving Wilds holt sich was Neues. Mhm, schön. Ich könnte... Was könnte ich gebrauchen? Also Time Warp ist schon mal sehr wichtig in diesem Duell. Theoretisch hätte er jetzt Time Warp gespielt, hätte er mich... Er hat mich fertig gemacht. Er wird wahrscheinlich sie jetzt groß machen. Kann ich nicht verhindern. Würde ich behaupten. Kann ich nicht verhindern. Counter müsste er keine drin haben. Ich kann mich nicht dran erinnern. Ja, der macht sie groß. Aber das ist in Ordnung. Dann mach sie groß. Hab ich kein Problem mit. Ja, ich brauche Weiß hauptsächlich. Natürlich werde ich dementsprechend nicht angreifen. Ich habe 7 Mana zur Verfügung. Was macht denn der? Oh. Normalerweise, glaube ich, haben Commander in so Commander-Modus auch passive Fähigkeiten so nah. Wäre auf jeden Fall cool, wenn Commander-Modus käme. Scheinbar haben sie jetzt zumindest die Grundlage für so einen Modus gestellt. So. Mein Gegner hat ein Land gespielt. Die Frage ist, auf was wartet er? Mir ist es eigentlich egal. Weil mein Commander kommt jetzt. Ah, Frilled Mystic. So, jetzt schauen wir mal, was passiert mit dem Commander. Put in den Commander. Command. Dann kommt halt der nächste Zug. Oh, und ist teurer. Verstehe, wird immer teurer. Oh, ist okay. Ich will Mystic weghaben. Der Giant. Draw card. Ja, not bad. Ich hole mir jetzt mal Mana. Nimm die wieder auf die Hand und zerstör erstmal seine Kreaturen. Der hat sich auch dazu entschlossen, den Commander wieder in die Command Zone zu bringen. Ist in Ordnung. So, das Problem ist, jetzt ist mein Time Warp weg. Also, schade drum. Das da ist es. Genau, das ist das Mammut, das den jetzt killen kann. Aber ich nicht spielen kann. Weil mir das Mana fehlt. Länder brauche ich keine mehr. Stattdessen spielen wir dich. Non-human. Nice.
Okay, der kann wahrscheinlich eskalieren, deswegen mit dem Mammut würde ich den gerne killen im nächsten Zug. Ah, ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Android Forerunners, ja, ist halt so. Was willst du machen mit der 7-7 angreifen oder wie? Ja. Akzeptabel. Machen wir so. Kommst ins Spiel. Battles. Komm an, so unwahrscheinlich. Angriff. Gut ist. Time Wipe. War zu erwarten. Ich habe meine Trümpfe ausgespielt, deswegen war es zu erwarten, dass er das sehr langsam mal ausspielt. Mhm. Aber jetzt kann ich mit dem. Ich brauche. Ich kann es so spielen. Bam! 8-8. So viel zu den Forerunnern. Okay, er will nicht seinen Typi wieder reinspielen. Ist in Ordnung. Mhm, ist auch in Ordnung. Instant. Ah, ist eine wichtige Instant vielleicht. Und kann ich was retten? One away together. Jetzt hast du nichts mehr Großes. Warum hast du das gemacht? Das Schöne ist, wenn er jetzt den Forerunner spielt. Run away together. Moment, du hast was mit Flash? Ja, natürlich, du hast was mit Flash. Ich habe ja auch was mit Flash. Oh, ich könnte sogar einen Beanstalk Giant auf 10 hochbringen, wenn ich möchte. Was ich gern hätte, wäre noch ein Time-Dingsbums. Ich hätte gern Time Warp. Time Twister. Nehme ich auch. Time Swipe. Wie ist es nochmal? Time Wipe. Fast. Ist in Ordnung. Mhm. Die nehmen wir mal wieder auf die Hand. Dann kriege ich bloß 7. Hand. So, dann. Dann hätte ich noch 3 verfügbar. Hm. 10-10 reicht erstmal. Ich kann dann noch ein Growth Spiral spielen und Tomb of Legends. Das habe ich jetzt verloren. GG. GG. Gegen den Mathelehrer verloren. So, wir spielen jetzt gegen den Tuninator. Und haben eine Hand, die. Puh, das kann ich nicht spielen, das kann ich spielen, das kann ich noch nicht spielen. Ich brauche blaues Mana. Wir behalten sie trotzdem, weil wir als zweites beginnen. Und haben eine.
eine brutale Kombo an Farben gegen uns, weil die Farben, die der spielt, sind tödlich. Kein blaues Mana gezogen, das ist nicht so gut. Equipped Creatures. Ich brauche den Meteor Golem ready. So bald wie möglich. Das bringt mir so nichts. Ich brauche als nächstes ein Land. So bald wie möglich. Sonst wird das nichts. Wenn ich ein Land bekomme, dann geht alles gut. Dann wird alles wunderbar. Equip. Bisher hat er noch kein Equipment gespielt. Und da haben wir eins. Okay. Okay. Wir haben verloren. Okay, wir haben alle Farben zur Verfügung. Wir haben teure Karten, kein Ramp und dürfen auch noch nicht mal anfangen. Und wir haben unseren Gegner als bösen Gegner vor uns. Attacks. Ja, die haben alle irgendwie die Funktion, Karten zu ziehen. Das ist jetzt schlecht. Risen Reef kann ich nicht spielen. Und mein Gegner hat auch Ramp. Tja, das ist schön für ihn. Ich kann nichts machen. Ich habe null Ramp. Ich brauche noch ein grünes Mana, ich brauche noch ein blaues Mana. Sowas in der Art. Prison Ramp. Der Savvy Hunter ist nicht gut. Aber wir brauchen leider ein bisschen Ramp. Der Savvy Hunter kann Food Tokens machen. Süß. Naja, der opfert das. So, 5. Mana zur Verfügung. Wie funktioniert das? Kreatur oder Planeswalker? Solange das im Spiel ist. Wir können ja selbst unseren Commander aufs Feld holen. Der kriegt jetzt nämlich jede Runde, kriegt er prinzipiell Stuff. Und wir wollen auch jede Runde Stuff haben. Mir fehlt aber mein Battler. Rhythm of the Wild, okay. Das ist zum Glück jetzt kein Thema. Du musst für opfern. Ich kann den blocken, der wird größer. Der Drache macht mir Aua. Wir haben ein Land gezogen, das ist nicht schlecht. Spielen wir einen Risen Reef. Mhm.
Und danach ein Prison Realm. Jetzt ist die Frage, wie verhält es sich? Kann ich den exilieren, den Commander? In Ordnung. Länder nicht dieses Land zumindest. No attacks. Ja, wir haben es jetzt ein bisschen mit Mana, ein bisschen knapp. Aber das Interessante ist, der hat sich für Grab entschieden. Der wollte ihn auch im Grab haben. Ah, weil er ihm den Golgari Findbroker zurückholt und der ist natürlich dann günstiger. Das ist, erklärt natürlich einiges. Aber zum Glück kann er ihn jetzt gerade nicht spielen. Ja, ich würde mit dem Savvy Hunter angreifen, weil du hast genügend Food Counter. Oder du ziehst eine Karte. Das ist natürlich auch nicht schlecht. So, der Lä. Machen wir das oder was anderes? Ah, wir machen was anderes. Du bist kein Elementar? Schade. Jetzt kann ich dich schon allein spielen für 2 Mana. Jawohl. Das war schon mal nicht schlecht. Aber auch nicht gut. ja. Das Problem ist bei meinem System, ich habe nicht viel Chancen. Doch, ich habe Flourish als Überraschung. Und ich habe riesige Kreaturen auf der Hand. Das muss man uns dazu sagen. Ich habe schon große Viecher. Die Frage ist, was für Removal hat er? Er hat bisher noch nicht wirklich was gezeigt an Removal, obwohl er die Todeskombo rot-schwarz hat. Nicht so prickeln. Für 4 Mana kann er sich noch irgendwas machen. 5 Mana. Ah, dann kommt der Drache auch. Okay. Der snackt sich jetzt Länder. Gut. Ein weiteres Land, also wenn ich jetzt ein Time, habe ich Time, ja, Time Wipe bekomme, dann das könnte schon was werden. Das ist eine 6-6, das ist das Problem. Ah, das ist ein Riesenproblem. Ich muss jetzt was spielen, was ihn blocken kann, leider. Oder was ihn destroyen kann. Ist natürlich auch nicht schlecht. Aber 7 kann ich damit leider noch nicht. Puh. Überlegen, überlegen. Was kann der nochmal? Eine Kreatur zurückholen. Ich kann mit dem den Drachen kaputt machen. Leider nur den Drachen. Was ich aber machen kann, ist den Drachen hitten. Ja, das wäre eine Möglichkeit. Dann bin ich aber auf etwas angewiesen, nämlich auf Glück. Und danach geht nicht ganz. Oh, Schattenkraft.
fressen. Oh shit. Ja, den Drachen da unten machen, das ist nicht gut. Ja, jetzt habe ich meine Chance vertan. Der Drache killt mich jetzt. Leider. Der Drache killt mich immer noch. Ich habe nicht gewusst, dass... wann kriegt er Sacrifice a Permanent? Na gut, dann haben wir verloren. Haben wir verloren, weil ich nichts gegen den Flieger ausrichten kann. So, wir haben jetzt eine interessante Hand. Die hat auf jeden Fall sehr viel Ramp-Potenzial. Schauen wir mal, schauen wir mal. Nichts kann ich im ersten Zug spielen, deswegen machen wir es so. Danach kommt Risen Reef. Ne, dann kommt Leafkin, Risen Reef und Circus Road oder so. Auch nicht schlecht, aber ich mache Leafkin. Wobei, das ist dann tatsächlich besser wegen Risen Reef. Und dem Elementar-Bonus. So gesehen haben wir. Generell. Das ist besser. Wir rampen ins Unendliche. Simic und ja. Grün und Weiß. So eine Mangelware. Wir dünnen unser Deck aus Ländern und rampen weiter. Das ist gut. Dann können wir mit Risen Reef, du bist leider kein Elementar, aber dann können wir den spielen und einiges daraus machen. Ich könnte mir sogar vorstellen, den sofort zu spielen. Weil das Vessel bringt mir gerade nicht so viel. Ah, dann könnte ich den spielen und Spectral Sailor gleich noch. Vielleicht ziehe ich noch ein Land, dann könnte ich auch Leafkin Druid. Ah, das ist auf jeden Fall wichtig, jetzt viel zu spielen. Das ist gut, dass das jetzt schon kommt. Dann hat er nicht mehr, wenn ich Spectral Sailor jetzt spiele. Ein Zug später. Ka-ching! Ein weiteres Land. Sehr nice. Der Spectral Sailor kann mir jetzt gut Karten ziehen, theoretisch. Okay. Tomb. So, jetzt beginnen wir zu Komboen. Jetzt beginnen die Kombos. Wir haben besser gerampt als unser Gegner, dementsprechend haben wir uns jetzt verdient. Er könnte natürlich jetzt auch einen Time Warp haben, aber das ist halt so. Schöne Karte. Du hast keinen Flieger im Moment, dementsprechend kein Bedarf, was zu machen. No attacks. Der Time Wipe. Eine Karte in seinem Deck, die tödlich sein könnte.
Schauen wir mal. So, Delle. Wir könnten uns jetzt richtig gönnen. Erstmal müssen wir unser Deck ausdünnen. Das ist schon mal wichtig. Hier ein Forest Meer. Dann ist ein Insekt. Du bist nicht nützlich gerade. Du bist nicht nützlich. Ist okay. Spielen wir das Fireman Vessel. Einfach mehr. Mehr, mehr. Was? Ich hab doch nix. Wobei, ein Time Warp und er hätte mich besiegt. Mein Time Warp. Oh, ein Time Warp. Gut, dieses Deck, ja, es ist halt ein Ramp Deck, aber. Okay. Ja, Heraldik Banner ist sozusagen die erste Karte, die man bekommt. Die ist nicht in diesem Deck, aber in einem anderen Deck ist sie sogar mit drin. Kreatur, New Control of the Chosen Color gets +1/+0. Und auch noch Ramp-Effekt. Also das hat schon was. Und das kommt nicht mal tapped ins Spiel. Das ist eigentlich ein starkes Artefakt, finde ich. Ich kann mir gut vorstellen, dass es besonders in Agro-Decks. So ein Red-Agro-Deck. 3 Mana. Um auf das 4. Mana zu kommen. Und auch noch alles Rote wird +1/+0. Ich kann mir das gut vorstellen. Und die Belohnung kann ich mir auch gut vorstellen. Eine Belohnung. Spark Double. Oh ja, Spark Double hatte ich noch nicht vollständig. Das ist gut. Das ist sehr gut. Schön. Ja, wir werden auch noch demnächst die anderen Decks alle testen in diesem neuen Event von Throne of Eldraine. Dementsprechend, vielen Dank fürs Zusehen und ciao. Bis zum nächsten Mal.